Hallo und herzlich willkommen. Es ist Dezember 2020. Die Grippezeit ist am Anrollen, wenn sie nicht schon da ist. Aber heuer fürchten wir uns nicht vor der Grippe, sondern wir fürchten uns vor Covid-19, also vor dem Coronavirus, der dem Grippevirus verwandt ist, als RNA-Virus, also im Gegenteil zu den Herpesviren. Und viele der Ängste, die wir haben, hat mit unserem allgemeinen Gesundheitszustand zu tun. Gerade in der Winterzeit ist unser Immunsystem unser größter Faktor, wenn es ums Gesundbleiben geht. Und ich glaube, jeder sollte wissen, was er seinem Immunsystem Gutes tun muss, um gut durch diese Virenzeit zu kommen. Und ich spreche selber immer sehr gerne über Ernährung, ich spreche gerne über Nahrungsergänzungsmittel. Heute habe ich mir einen Kollegen, einen Kooperationspartner an die Seite gestellt, wo es übers Wohnen geht. Also wie soll ich meinen Wohnraum, wie soll ich meine Umgebung am besten für mich gestalten? Was soll ich tun, um das Immunsystem zu schützen, um mich vor Viren zu schützen? Und da frage ich gleich mal den Wolfgang, wie siehst du das, was man persönlich jeder für sich tun kann, um sich da etwas Gutes zu tun? Ja, hallo einmal von meiner Seite, Wolfgang Lindner. Ich beschäftige mich wirklich schon seit Jahrzehnten um das Thema Gesundheit. Komme eigentlich aus einem einfachen Handwerk, aber dann über die Infrarotkabinen immer mehr in das Thema kommen, was im Wohnraum ist, auch schon Jahre zuvor. Dieses Thema Feinstaub und der Feinstaub, wie gefährlich das der ist, glaube ich, das wissen wir gar nicht alle. Und da kann man im Wohnraum sehr viel tun. Man hat immer gehört, draußen in der Natur, in die Stadt darfst du nicht reinfahren, Feinstaubbelastung, Diesel, gefährlich, was weiß ich. Und da haben sie wir vor Jahren, nicht zuletzt, weil wir auch Infrarotheizungen verkaufen und eben ein sehr ruhiges Raumklima schaffen, dass eben der Schmutz am Boden geht. Überhaupt generell, wo kommt denn der Feinstaub im Wohnraum überhaupt her? Und da sagen halt viele Experten, und ich kann das auch teilen, dass der hauptsächlich aus den Bettwaren kommt. Ja, es ist halt nicht mehr in, dass man Naturfaser hat. Man, in der Zeit, wie jetzt ist, kann ich einfach jedem empfehlen, quasi diese Allergikerbetten, was wir immer dem zugesprochen haben, aber wir sind im Jahrhundert der Viren, bitteschön einfach vielleicht einmal in Weihnachten investieren, in ein neues Bettzeug, in neue Matratzen, Bettzeug, was man mit 60 Grad waschen kann, also die Tuchhalden und die Kopfpolster. Und gerade in der Viren, in der Grippezeit, kehrt einfach das mehr gewaschen, mehr pflegt. Und da entsteht ja dieser Dreck, dieser Milben, dieser Kot, wo ja diese Erreger auch drinnen sind für die Lunge, wo es eben die Vorbelastung geht vor der Lunge, der entsteht ja im Hause hauptsächlich in die Kopfkissen. Ja, Urlaub darf man nicht fahren, aber auch das machen immer mehr Leute, dass auf Urlaub die Kopfkissen mitnehmen. Nicht nur in der Größe, sondern auch in der Hygiene. So, und natürlich wird man nicht wegkriegen, den Feinstaub. Aber der Feinstaub, wenn man da schaut, dass der auf den Boden geht, dann kann man halt gut aufwischen. Und auch das ist mittlerweile bewiesen in die Altersheime, in die Seniorenheime, da wo der Staubsauger verwendet wird, ohne Feinstaubfilter, sterben die meisten Leute. Da wo gewischt wird, da ist am wenigsten einfach Lot. Warum? Weil sie einfach über die 24 Stunden im Wohnraum die Luft einfach sehr gut erholen kann. In die Altersheime, in Seniorenheime, da wo mit einem Staubsauger gearbeitet wird, der was keinen Feinstaubfilter hat, da sterben leider Gottes die meisten Leute. Und da ist einfach Wischen ideal. Und schauen natürlich, dass erstens mal wenig von diesem Feinstaub entsteht, das heißt Bettwaren waschen, dann jetzt gerade auch eben wegen der Lunge, zum Schutz vor der Lunge, schau, dass die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen passt. Das heißt also mindestens 40% so eben erhoben. Warum? Auch ein wesentlicher Teil, nicht nur wegen die Schleimhäute, sondern dass sich der Feinstaub am Boden ablegen kann. Ja, dass der nach unten geht. Die Natur macht es eh vor, nach dem Regen haben wir eigentlich sauber die Luft draußen. Mehrere Informationen haben wir da in dieser Broschüre verarbeitet. Da unten ist jetzt der Link, wo ihr einfach uns eine Mail schreiben könnt, schickt mir die Broschüre zu oder zum Downloaden oder halt einfach auf www.lieber-infrarot.at gehen, wir schicken euch die Broschüre. Da geht es natürlich dann schon noch weiter. Fünffacher Lungenschutz. Ich habe jetzt nur die ersten paar Bereiche einmal verraten. Aber gerade weil wir jetzt bei dem Thema Lunge sind, da hätte ich zu dir, lieber Markus, das Wort wieder weitergeben, dass du da noch mehr erzählst, warum das der Schutz so wichtig ist. Danke, Wolfgang, super, dass du das gleich mit der Broschüre verbindest. Das haben wir beide drinnen, deine Informationen, meine Informationen, wird alles da sichtbar, wie das zusammengeht, weil es geht darum, dass man sein Leben so anpasst auf allen Ebenen, dass auch wirklich die Lunge, die ein sehr gefährdetes Organ ist, heutzutage wirklich geschützt ist. Man sieht es unabhängig von Grippe oder Corona an den Entwicklungen von COPD zum Beispiel, also dieser chronische Bronchitis, das ist
derzeit die Alterserscheinung oder Alterserkrankung, die am meisten steigt. Also da gibt es die meisten Steigerungen. Parallel mit dem Diabetes werden immer mehr Lungen über die Jahre und Jahrzehnte so beschädigt und so gefährdet durch äußere Einflüsse, dass quasi diese chronische Bronchitis bis zum Lungen-Knockout führt. Und das ist sicher was, wo du schon sagst, das ist jetzt die Zeit der letzten 30, 40, 50 Jahre. Vor 50 Jahren hat man gesagt, der Hauptanteil war der Asbest. Jetzt ist halt der Feinstaub. Ob es jetzt der Dieselruß auch noch ist oder irgendwas, es ist die Summe aller dieser Dinge. Aber wie gesagt, Vorschädigungen durch Rauchen oder Schädigungen durch Rauchen gehören da natürlich auch dazu. Aber es gibt halt immer weniger oder immer mehr COPD-Fälle, die nicht Raucher sind. Da muss man davon ausgehen, da muss es andere Probleme geben. Und wenn man sich das so anschaut, die Lungen, das ist ein ganz feines Gewebe. Also was da mal eingelagert ist, wird schwer wieder rauszubringen sein. Und Lungen regenerieren sich ungern und wirklich sehr, sehr langsam, genauso wie Nerven. Der Wolfgang nimmt jetzt gerade mal den Lungenbereich außer, der ganz wichtig ist fürs Herz auch, nämlich da geht es um die Sauerstoffversorgung, da rinnt das Blut vom Herzen einmal durch die Lunge, wird mit dem Sauerstoff quasi aufgepäppelt und läuft dann in den Körper rein. Also der Bereich ist von dem sehr wichtig. Natürlich der andere Bereich ist genauso wichtig. Was die Lunge nicht gut kann, ist also eine Selbstreinigung, und das ist das, was man ihr quasi in der Prävention verschaffen muss. Also man muss schaffen, dass die Belastung weniger wird und dass mir ihr ein bisschen bei der Reinigung behilft. Wer da Interesse hat, neben der Broschüre wird es von meiner Seite da ein spezielles Webinar geben. Auch das wird jetzt unter dem Video eingeblendet, wann das sein wird, zum Thema, was kann ich tun, um meiner Lunge auch ernährungstechnisch, nahrungsergänzungsmitteltechnisch oder überhaupt umwelttechnisch noch was Gutes tun kann. Aber ich glaube, von unserer Seite muss klar sein, wir müssen unseren Wohnraum lungenfreundlich schaffen, damit nicht nur unsere Figur da gute Lungen hat, die dann so bis ans Lebensende ausschauen, sondern auch bei euch, bei Ihnen und besonders bei Kindern. Kinder sind sehr gefährdet, die starten schon oft mit einer eher sehr schwachen Lunge. So viele Asthmafälle in der Kindheit, wie es heute gibt, gibt es selten. Und da reden wir wieder, wie es du auch kurz angesprochen hast, von den Leuten in der Stadt leben, die wirklich eine Dreifachbelastung haben. Ja, stimmt. Stadt, die ganze Verschmutzung. Ich glaube, wir leben jetzt in einer ganz interessanten Zeit. Wegbringen werden wir es nicht. Aber wir sollten das als Chance nutzen, und viele Sachen wissen wir. Da gehört der Staubsauger dazu, da gehört die Bettwand dazu, gehört die Luftfeuchtigkeit dazu. Ganz ein wesentlicher Bereich, über 300.000 Leute in Österreich haben eine Infrarotkabine. Nicht, weil die Kabine so gut ist, sondern weil es so schnell geht. Ja, die meisten Krankheiten, auch Lunge, auch diese Pandemie-Geschichte, hängt meistens alles mit Verkühlung zusammen. Und die Verkühlung macht eins, dass halt das Ganze zusammengezogen wird, die beeinträchtige Lunge oder Organe oder der ganze Stoffwechsel, sondern so schon schlecht arbeitet, und Kühlen macht das schlecht. Ganz einfach erklärt, unser Körper besteht ja aus 70% Wasser, sprich Blut, und ein warmes Blut oder ein warmes Wasser hat einfach eine bessere Kapillareigenschaft. Anders ausgedrückt, wenn ich meinen Körper um 1 Grad unterkühle oder die Temperatur übersetzt, dann arbeiten die Zellöfen, so nennst du das einfach, nicht mehr gut. Genau. Und da darf ich noch mal kurz zu dir zurückgeben, also diese Kerntemperatur, also diese Wärme ist eigentlich für uns nicht nur die Herzenswärme, sondern die Körperwärme ist gerade, wenn es um Virenschutz geht, gerade wenn es um Lungen geht, ein wichtiger Bereich. Vielleicht hast du auch noch ein paar ganz interessante Informationen für uns. Klar, Wolfgang, da geht es um die Mitochondrien, wie es du jetzt verdeutscht hast mit den Zellöfen. Also die funktionieren in den letzten Jahrzehnten auch immer weniger. Man hat sogar eigene pathologische Richtungen draus gemacht, das ist die Mitochondropathie. Also man weiß, dass die über die mütterliche Schiene vererbt werden, und es kommen immer mehr Kinder auf die Welt, die von Anfang an gar nicht fiebern können. Also Fieber ist ein Schutz und eine Stärkung vom Immunsystem, und du hast also gesagt, nach unten ist ganz schlecht, nach oben wäre es aber super, weil wenn man seine Körperkerntemperatur um 2 Grad erhöht, dann hat man ein vierfach verstärktes Immunsystem, und genau das braucht man zu der Zeit. Und die beste und schnellste Durchwärmung vom Körper ist halt die Infrarotstrahlung, wenn es nicht die Sonne ist, aber die hat man halt im Winter nicht. Und von daher ist es so, dass man sagt, Immunschutz, Vitamin C auf der einen Seite, ja, aber kommt es an, Infrarotwärme kommt auf jeden Fall an. Das ist auf jeden Fall wichtig. Horchen aber eh so viel zu, die was eine Infrarotkabine haben. Weil wenn 300.000 Haushalte in Österreich alleine haben, dann horchen sicher viele zu, und die wissen jetzt genau von dem, was wir reden. Weil aber das ist einfach... Da muss man es nutzen, und wie du auch gesagt hast, man muss es nutzen und trinken. Also man muss dann dem Körper gleichzeitig Wasser zuführen, dass man auch richtig schwitzen kann. Das ist auch Entlastung, die braucht er. Ja, das ist jetzt der nächste Thema. Oder werden wir, glaube ich, im Webinar weiterreden über genau. Das Thema. Und zwar, das braucht wieder die Nieren. Weil die Nieren kann nur waschen, wenn es Information gibt. Ja, und wenn man halt mit Leuten redet, das gibt es ja schon ewig, Dialyse, dann wissen sie, was das für eine Problematik ist mit Flüssigkeitshaushalt. Weil da die Nieren nicht wascht. Aber wenn man eine gesunde Lunge hat,
und eine gute Nieren hat, dann kann man die einfach pflegen. Und die Nierenpflege heißt trinken und am besten warm. Weil sonst braucht der Körper wieder die Energie. Ja, nicht kalt trinken, nicht die Eiswürfeleine, sondern warm trinken. Aber jetzt ist eh die Zeit mit den Tees und etc. Und ein gutes Wissen darüber, und das wollen halt wir vermitteln. Genau. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Freude mit an und kommt gut über die Runden. Und bleibt vernünftig mit dem, was tat, also nichts übertreiben. Und vielleicht sehen wir uns ja beim Webinar. Danke.